Hallo, ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Fagnamf, aka Valena. Und heute habe ich einen kleinen DM-Haul für euch. Und zwar habe ich mir auch diese DM-Box bestellt. Aber wenn ich schon mal bei DM bestelle, dann bestelle ich da auch noch einiges mit. Deswegen zeige ich euch jetzt erst schnell, was ich noch alles eingekauft habe. Und am Schluss kommt die Box. Falls euch aber nur die Box interessiert, mache ich euch Timestamp rein. Dann könnt ihr sofort zur Box switchen. Und ja, okay, ich fange gleich mal an mit einem Produkt, was ich sehr, sehr gerne benutze. Nämlich hier von Happy Brush, super clean. Die Mundspülung, die gibt es nämlich bei uns im Rossmann nicht. Die bestelle ich mir immer, wenn ich bei DM bestelle. Die ist ziemlich stark vom Geschmack her, hält aber auch lange an. Also Empfehlung. Dann, was ich aufgebraucht habe, sind Wattepads. Deswegen sind hier die von Ebelin mitgewandert. Ja, weil ich in der Arbeit welche benutze zum Abschminken. Hier daheim habe ich wiederverwendbare, aber ich brauche sie auch ab und zu, um Nagellack zu entfernen. Und ja, man braucht sie immer. Was ich auch gerne benutze, aber nicht für mein Augen-Make-up wirklich, weil es da genauso ist wie bei den Wattepads, sind diese Reinigungstücher. Die benutze ich gerne, um Sachen mal abzuwischen, Swatches wegzumachen, sowas in der Art. Alles von Balea, ne? So, dann frage ich mich, was das da ist, was sie hier so schön verpackt haben. Ich glaube, aber ich kann es erahnen. Genau. Ich habe mir von der Dschungelbuch-Reihe von Catrice hier die hier bestellt. Das ist ja eine Eyeshadow-Palette. Ich selber habe die Face-Palette schon aus der Reihe. Und ja, ich fand das Motiv halt total süß, weil ich auch die Musik liebe, wenn die Elefanten marschieren im Dschungelbuch. Und ja, das hier sind die Farben. Ich zeige es euch mal so, weil ich euch den Spiegel hier nicht zeigen will. Oder so umknicken, so geht's. Genau, also es sind ein paar krassere Farben dabei, wie das Grün oder das Blau da oben, aber auch die Zente. Und ja, einfach mal schauen, ob man damit einen schönen Look zaubern kann. So, dann was ich ausprobieren wollte, weil ja, ich es noch nicht kenne, ist hier von Garnier Wahre Schätze das ausgleichende Shampoo. Anziehende Aktivkohle und Schwarzkümmelöl für schnell fettende Kopfhaut und trockene Längen. Das ist genau, was ich habe. Das gab es von Wahre Schätze noch nicht. Die, ich nenne es jetzt mal Variante, sondern nur die für schnell fettendes Haar. Die habe ich ausprobiert, aber die hat meine Haare halt, ja, richtig ausgetrocknet leider. Es gibt von Schauma ja auch extra so eine Reihe, die für schnell fettende Kopfhaut und trockene Spitzen ist. Die habe ich sehr gut vertragen. Und deswegen dachte ich mir, probiere doch mal aus, wie das hier jetzt ist. Ich muss sofort riechen, weil Aktivkohle und Schwarzkümmel hört sich jetzt ja nicht so geil an. Aber es geht vom Duft her. Also ist ein angenehmer Duft, würde ich jetzt nicht nach Kümmel riechen. Riecht ein bisschen so wie Männerduschgel, finde ich. Vollkommen okay. Ich bin gespannt. Ich habe erstmal nur das Shampoo bestellt, ohne Spülung dazu. Ja, halt umzuschauen. Was ich bei DM auch immer gern bestelle, ist hier dieser Wäscheduft. Weil ich Wäscheperlen, damit es ein bisschen besser riecht, nicht mag, die lösen sich bei mir komischerweise nicht auf. Und ich habe dann so Punkte auf der Kleidung. Deswegen benutze ich gern diese flüssigen. Die gibt es auch von, oh, wie heißt denn die Marke von Isana? Also halt die Rossmann-Marke Profissimo, glaube ich. Ja, genau. Aber da meine gerade leer geworden ist, kostet nicht viel Geld, benutze ich gerne. Dann habe ich auch eine neue Maske entdeckt. Und zwar hier Fruity Peach. Die fand ich, sah so witzig aus. Die musste einfach mit. Ich freue mich halt immer, wenn ich was von DM habe, weil mein DM ist ein bisschen weiter weg. Und deswegen bestelle ich meistens nur. Von daher kriege ich so kleine neue LEs meistens da nicht mit. Oder ich weiß gar nicht mal, ob die überhaupt neu ist, wie gesagt. Ja, ich bin gespannt.
wie sie ist. Fruity Peach, sehr pfirsich und ja, mal schauen. Dann habe ich auch von Balea ein Schaumbad, Tropical Mango. Da muss ich auch gleich mal riechen. Ja, das riecht sehr nach Mango. Sehr schön. Ich habe jetzt ganz viele Winterbäder da und Gute-Nacht-Bäder, die mir ganz viele liebe Leute geschickt haben. Aber jetzt kommt zwischendrin ja auch mal wieder etwas Erfrischenderes. Und dann dachte ich mir, bin ich da mit Mango auf einer guten Seite, ne? Jo. Und hier haben wir auch was, das ich schon öfter hatte und gerne nachbestelle. Es ist nämlich hier das Feinwaschmittel Wolle und Feines von Ecovere. Das riecht wunderbar nach, also Duftrichtung soll sein, Wasserlilie und Honigmelone. Und es riecht mega gut. Die Wäsche behält den Duft auch. Ich habe dazu mir auch den Weichspüler gekauft. Der war witzigerweise auch meine Trendraider-Box drin in der letzten. Ich kann es euch ans Herz legen, wirklich. Und was haben wir hier noch drin? Oh, es hört sich so glasig an. Was habe ich denn da bestellt? Ah. Ja. Bitte nicht lachen. Ich habe hier zwei Hip-Gläschen. Und zwar einmal Äpfel mit Banane und Erdbeer-Himbeeren-Apfel. Die waren runtergesetzt und ich liebe Babygläschen einfach. Es ist ja sozusagen nichts anderes als zum Beispiel Apfelmus mit noch anderen Früchten reinpüriert. Und ich liebe es halt. Und weil es reduziert war, dachte ich mir, ach komm, die zwei nimmst du mit. So, dann Karton weg. Hier ist jetzt diese Hey Beauty Box. So sieht sie aus. Lässig, wild, knallig, süß und mutig, spontan, zart, feminin. All das steht da drauf. Ist zugeklebt. Und ja, schauen wir mal rein. Okay, ich lasse mich nicht spoilern, weil hier ist in die Box ein Inhaltsverzeichnis. Angeklebt auch mit dem Wert der einzelnen Produkte, was ich eigentlich ganz gut finde. Aber ja, so. Dann ganz oben auf lag von Nivea Rose Touch eine feuchtigkeitsspendende Tuchmaske mit Organic Rose Water und Hyaluron. Finde ich gut, teste ich gern, denn ich habe von Nivea noch keine Maske ausprobiert. Deswegen sehr, sehr gern. Steht eigentlich auf dem Kärtchen noch was? Eigentlich nicht. So. Was ich schon kenne und auch ausprobiert habe, ist hier von Schäms diese drei Ampüllchen, der Hyaluron Beauty Shot. Das ist in Ordnung, der ist günstig, der kostet ja, ich glaube, 1 Euro noch was. Ja, 1,95. Und ja, ach, ich kann genau dazu sagen, jetzt hat 2,25 kostet die Maske. Sehe ich gerade, ja, schön. Dann, was ich auch finde, was man immer gebrauchen kann, ist hier von Ebelin ein kleiner Make-up-Sponge. Ja, brauchst du immer. Irgendwann gehen deine Schwämmchen kaputt und dann hast du einen auf Reserve. Geht immer. Dann haben wir hier von Manhattan Amazing Reloaded eine Mascara in der Farbe Schwarz. So sieht sie aus. Vom Preis her habe ich gelinst 7,95 Euro. Und, ach, ich mache sie einfach mal auf. Ist leider nicht abgebildet, wie das Bürstchen ist. Ein ziemlich breites, ja. Riecht nach nichts. Ja, einfach ausprobieren. Ne? Wie gesagt, kenne ich noch nicht. Von Manhattan habe ich eigentlich nur mein Puder, was ich regelmäßig auch aufbrauche. Deswegen teste ich gern mehr davon. Dann Dreh mich steht hier drauf von No Cosmetics und No Make-up. Ein Hyperdration 4D Hyaluron Serum. Parfümfrei. So sieht das aus.
ich hole das mal raus. Und ja, in so einem kleinen festen Fläschchen kommt halt hier das mit dem Pumpe an. Schön. Anwendung morgens und abends wenige Tropfen auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen. So. Schön von No habe ich bisher, glaube ich, nur eine große Bodylotion, die mal in der Pinkbox war, aber die habe ich noch nicht angefangen. Dann haben wir hier, also das Serum kostet 15 Euro, 14,95. Also nicht ganz so günstig. Dann von Alverde. 1-2 Phasen mit Zellenwasser, Reinigung und Pflege für Gesicht, Augen und Lippen. Mit Bio-Aloe Vera und Bio-Gurke für jede Haut. Also ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt. Das sind die zwei Phasen. Ich benutze eigentlich nicht so wirklich Micellenwasser. Deswegen kann es gut sein, dass das weiterwandert. Aber an sich finde ich, ist es ein schönes Produkt. Dann, was ich gut gebrauchen kann, sind hier von Invisibobble Haargummichen. Die gehen auch immer. Die kosten 4,95 Euro. Muss mal zusammenrechnen, was es dann für einen Gesamtwert von der Box hat. Hier von B-Routine eine Tinted Lip Butter mit einem Nude Touch. Glossy Finish Effekt unterstützt die natürliche Lippenfarbe und pflegt die Lippen intensiv. Finde ich auch gut. Ich bin gespannt, wie dieser Nude Touch aussehen wird. Aber cooles Produkt auf jeden Fall für 2,45 Euro. Dann, was lacht mich denn auch an, was hier so lose drin liegt und irgendwie cool ausschaut? Von L'Oréal Paris Teleskop Lift wird bestimmt auch eine Mascara sein, oder? Ja, ist auch eine. Schaut euch mal an, wie die ausschaut. Sehr, sehr cool. Aber weil ich die auch austesten will, werde ich die auch aufmachen. Oh, die hat ein ganz anderes Bürstchen. Guckt mal. Man kann sagen, eigentlich das komplette Gegenteil zu der von Manhattan. Auch sehr nice. Wie viel kostet die? 14,95 Euro. Also kann ich sagen, ist eigentlich fast das Doppelte von der Manhattan Mascara. Dann dachte ich eigentlich schon, ich habe hier noch eine. Von Gatobi ist es aber nicht. Es ist ein Kleber for Brows and Edges. Ein 2-in-1 Styling Gel für Brows and Edges. Dann könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen. Ein 2-in-1 Styling Gel für, dann sagt man doch, schreibt man doch auf Deutsch dann Brauen, also Brauen drauf und nicht für Brows and Edges. Also wird es kein deutsches Wort für Brauen geben. Also, ja, fixiert Augenbrauen und Haarkonturen. Seht ihr hier, es ist mal abgebildet auch. Ich halte es euch mal rein, dass ihr so das Bürstchen sieht dann auch so aus. Und genau. Na, also für die hier an die Seite. Ich benutze, also dafür gibt es ja von Gatsby auch dieses Bye Bye Baby her. Das hätte ich dann auch hier für die Seiten so mitgenommen irgendwie. Aber okay, naja, jetzt ist es ein 2-in-1. Auch cool. Dann haben wir noch ein Haarprodukt von Langhaarmädchen. Und zwar ist es ein Lockenhalsspray. Das heißt, das geht leider weiter, denn ich habe keine Locken und mache mir auch keine rein, eben weil das nicht so lang hält. Das hätte ich unheimlich gern zu meiner Hochzeit gehabt. Da hätte ich gerne volle, lange, lockige Haare haben wollen, aber die haben mir gesagt, dass das mit meiner Haarlänge hängt sich das einfach zu schnell wieder aus. Und ja, deswegen Locken und ich leider nein. Also wandert weiter, aber ich kenne lockige Menschen und die freuen sich bestimmt drüber. Ich habe schon wieder nicht gesagt, wie viel die Sachen kosten. Das geht so unter. Der Braunkleber kostet 5,95 Euro und das Lockenspray gerade eben 3,95 Euro. So, was nehme ich denn als nächstes? Hier fliegt was Kleines rum und zwar von NYX. Ein Smooth Whip, eine matte Lip Cream und die Farbe, die ich habe, es ist hier 11 und es schreiben ständig Leute. Unfassbar.
Da unten haben wir sie. Teddy Fluff. Dieses kleine Ding hier kostet 8 Euro, also 7,95 Euro. Und ich muss mir das mal anschauen hier. Ich habe leider schon was auf den Lippen drauf, aber ja. So ist die Farbe. Also die ist wirklich direkt so, würde ich behaupten, wie die Verpackung. Riecht jetzt aber nach nichts Besonderem. Oh ja, ich glaube, die werde ich morgen vielleicht mal gleich ausprobieren. Was auch schön ist, weil von NYX habe ich bisher auch nur einen Liquid Lipstick. Also ich freue mich, dass es hier gerade Marken sind, von denen ich wenig habe, wo ich testen kann. Und hier haben wir von Trend It Up einen süßen kleinen Nagellack. Easy and Speedy Nail Polish in der Farbe 220. Ja, aber wie heißt du? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hier so ein kleiner so Flamingo-Rosa hätte ich es betitelt. Der kostet 1,29 Euro. Korall ist die Farbe, lese ich gerade. Ja, auch Koralle. Doch. Oh, ich mag es halt immer, wenn Nagellacke so klein sind. Das heißt, du kriegst die halt auch schnell aufgebraucht. Oder schneller. Dann haben wir hier von Balea eine Tagescreme mit Niacinamiden. Poren verfeinern für einen glatten, frischen Teint. Parfümfrei. Es ist ein Lichtschutzfaktor dabei, nämlich 30. Ja, auch okay. Schön. Kostet 4,95 Euro. Könnte ich sogar wirklich mal selber ausprobieren, wenn es Poren verfeinert sein soll. Ein Lichtschutzfaktor ist mit drauf. Jetzt kommt der Sommer. Jetzt ist man öfter mal draußen. Deswegen, ja, doch. Finde ich gut. Dann in diesem Beutelchen hier haben wir noch zwei Produkte. Einmal von Ghoul, lang und lebendig, ein Aufbaushampoo für langes, geschädigtes Haar. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das nicht sogar in meinem Backup habe. Ich weiß, dass ich ein Ghoul-Shampoo mit der dazugehörigen Spülung habe. Es ist auch rot, aber ich glaube, es ist ein anderes. Aber sehr gern, es steht auch drauf, dass es mit Brombeere ist. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das auch bärig riecht. Deswegen muss ich da gleich mal schnüffeln. Kostet, ja, 3,95 Euro. Entschuldigung, das ist gerade ein bisschen aufstoßen. Finde ich auch schön, passt auch zu meinen Haaren. Also sie sind jetzt nicht ultra geschädigt, aber lang. Auf jeden Fall. Und anstatt, dass sie die dazu passende Spülung mit reingetan haben, haben sie eine von Balea Professional genommen. Und zwar eine Aqua Hyaluron-Spülung für trockenes und feuchtigkeitsbedürftiges Haar. Was hier mit meinen Spitzen aber auch auf jeden Fall hier mit meinen Längen ist. Deswegen, ich mache das meistens so, dass ich ein Shampoo immer mal so ausprobiere, ohne dass ich danach irgendeine Maske, eine Spülung, Conditioner, sonst irgendwas mache, um zu sehen, wie es nur mit dem Shampoo ist und dann erst irgendwie mal eine Spülung oder so dazu kombiniere. Dadurch, dass ich da jetzt nichts dazu habe, werde ich vielleicht die zwei zusammen einfach mal kombinieren. Seht ihr im Aufgebraucht. Das von Balea kostet 1,49 Euro. Und jetzt kommen wir zwar nicht zu dem teuersten Produkt hier drin, denn es kostet 9,95 Euro. Aber es ist auch bestimmt das Interessanteste mit, denn es ist eine kleine Lidschattenpalette von Catrice. Und zwar die Next Gen Nudes Pro Slim Eyeshadow Palette. Und ich lasse es jetzt, sieht man es trotzdem? So, das sind die Farben, also wie der Name sagt, es sind Nude-Farben. Wir haben Brauntöne, wir haben ein bisschen helleren Glitzer, dunkleren. Also ja, ne? Eine typische Nude-Palette. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt mal reinswatchen soll oder nicht, aber ob ich sie einfach zulasse, weil ich einige der Töne auf jeden Fall auch in anderen Paletten habe. Und ja, das muss ich mir noch überlegen, ob sie bei mir bleibt oder nicht. Es ist auf jeden Fall eine schöne tragbare Farbe. Die kann man zu allem benutzen.
Und ja, doch, also mir hat die Box sehr gut gefallen. Für den Einkaufspreis, ich bin gerade am Überlegen, ob es 24 oder 29, 99, 95 waren. Aber selbst wenn, hat man ja schon mit dem Serum und der Mascara von L'Oréal hier den Preis wieder raus und bekommt dann die ganzen anderen Sachen praktisch umsonst dazu. Also ich finde, es ist eine schöne Box. Es sind eine gute Mischung drin von allen möglichen Produkten, jetzt Rossmann-Eigenmarken, aber auch schönen anderen Drogeriemarken, über die ich mich freue, dass ich davon mehr ausprobieren kann. Hier in der dekorativen Kosmetik, die, hoppala, das nicht. Wo ist sie denn? Die Nyx, die dieser Nyx-Lippen-Gedings. Jetzt habe ich es verschmissen. Auf jeden Fall Nyx, die zwei Mascaren finde ich super. Dann auch auf die Farbe bin ich gespannt. Also ja, für mich hat sich die Box auf jeden Fall gelohnt. Ich lasse ganz wenig weiter wandern. Und genau, ich zeige euch jetzt noch mal schnell, was ich gemeint habe. Das hier drin sind die ganzen Produkte eben hier abgebildet mit den Preisen. Und ja, genau. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr die Box jetzt findet. Also ich bin sehr positiv überrascht. Mir gefällt, was drin ist. Und ja, ne? Ich denke, es sind viele Produkte und bin auf jeden Fall zufrieden. Mein Highlight, glaube ich, ist witzigerweise von L'Oréal die Mascara, weil ich die wirklich sehr gern ausprobieren möchte. Aber dann ist ja noch so viele andere coole Sachen drin, die ich testen will. Also voll und ganz zufrieden. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Hier im Video, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder falls ihr es noch nicht getan habt und ihr zum ersten Mal bei mir seid, ein Abo, das würde mich mega freuen und auch den Matze, meinen Mann, denn dem gehört der Kanal ja auch mit. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, ciao!